Ja, meine Damen und Herren, es geht hier los und zwar zwischen PK-Hacken gegen Exeter City. Ja, Fangemann ist dabei, der Wuxi ist dabei, Stockley ist dabei und der Kakedo sind dabei. Ja, Favoritenrolle würde ich auch sagen, Drittligist ist einmal nicht in der Favoritenrolle, sondern Exeter City. Wobei der Cup hat andere Gesetze, wie wir bei Sturm gesehen haben. Ja, nicht nur Sturm, also auch Celtic hat sich als Zweitliges durchgesetzt, Venedig. Oh. Auch Karabükspor knapp gegen LASK verloren. Dritte gegen erste Liga. Stimmt. Oh. Ja. Nein. Harter Pressball, sage ich mal. Mal schauen, was die Wiederholung sagt. Nicht aussagekräftig, aber okay, Schiedsrichter sagt, es ist so. Das ist so. Oi. Na, bin ich blind? Da ist er. Yes. Oh, da ist es alles offen. Mohamed. Und das war nix. Oh, das war auch schön gespielt, das war sehr schön gespielt und Glück wieder. Oh. Na, Hacken kontert ganz stark, da muss man sehr aufpassen. Da darfst du dich nicht so hackeln lassen. Hackedeck. Hackedeck. Muss ich mal schauen, wie viele Sterne die haben. Das wäre eigentlich ein super Aufstiegskandidat. Falls einer von mir absteckt. Aus der zweiten Liga. Oh. Moxie. Tut ein bisschen Boxy. Fly by. Das ist fix von Foxy. Das ist der Cousin Moxie. Oh. Der war auch schön, ne? Er schießt den einfach nicht weg, schau. Schau dir das an, unglaublich. Was für Glück das jetzt war. Aber Glück gehabt jetzt, ja. Aber hat er nicht weggeschossen, siehst du, und dann hat er sich hinfallen lassen, weil er weggeschossen. Dann war mal zu spät, aber. Oh. Du Sackgang.
Ich bin erst dann, nein, das glaube ich nicht. Zack. Er macht mir hey, das war jetzt die Tafelfüße. Der eine Blonde, das ausschaut wie der eine Wrestler, wie der Roman Reigns, nur mit Blond. Oh, da war herrlich gespielt. Okay. Warum ist da alles offen, Leute? Was ist hier los? Chillt mal ein bisschen da hinten. Jetzt hier die Gabelkarte. Und weißt du, wer der Cousin ist von Fix und Foxy und von Moxie? Der Coxie. Ich hab noch da hinten. Ah, da hinten. Ah, das waren zu viel. Das war zu viel. Von Mecklenburg. Du hast einen Schafsbord, Alter. So, hab ich nicht. Zum Scherzen, ich hab's. Das kam vom Herzen jetzt. Zum Scheißen, Alter. Warum sitzt der eigentlich auf der Bank? Oh, shit, out of boss. Doppler. Wo ist der Doppler? In der Hitten, bei den Titten und den Linken. Oh. Oh, der war schön. Ja, der war schön. Der Bass war auch herrlich. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Wie oft verwendest du diesen Doppelschuss? Wie meinst du das Doppelschuss? Ja, das zweimal. Also, Gas drücken. Ehrlich gesagt, jetzt in letzter Zeit nicht so oft. Ich auch. Jetzt, in letzter Zeit war das aber ab und zu, so wie jetzt. Wollte ich probieren. Schau, er sieht, dass der weiter rennt und macht nichts dagegen, aber der Bein hat stehen, der Scheiß in dem Verleih. Ja. Oh! Da hat er noch. Bis der, das wäre wieder ein Reflex. Also gegen meine Goalies kann ich bis jetzt absolut nichts sagen, bis auf den einen Aussetzer. Wer auch immer das war, siehst du, habe ich schon mal nicht gemerkt. Pimp my right. Ich weiß gar nicht, wer war das? Wer hat das eigentlich geschossen? Ach, kannst du ja alles nachschauen. Stimmt ja immer. Folge 126. Ich finde ihn nicht.
Hecken muss man sagen, ist eindeutig näher am Erfolg. Als erster Drittligist aufzusteigen dran. Besonders nach solchen. Jetzt aber. Ich will nicht überheblich sein, aber das war verdient. Ja, ist verdient gewesen. Stimmt gar nichts hier, gar nichts. Weder im Offensivspiel noch im Defensivspiel noch im Mittelfeld. Da haut nichts hin. Nicht einmal eine Flanke ohne Mitleidenschaft. Weil ich einen Deckling jetzt, dass ich noch zum Ball komme. Das war mal schön. Fuck, Alter. Ja, Goli ist top heute. Den ganz danken, dass da nicht schon mehr steht. Ja. Perez geht auch, Kakedo geht. Taylor ist komplett neben der Spur, Wuxi ist komplett neben der Spur. Na, Six, das geht gar nichts. Der kann auch nicht mehr. So, aber 1-0 ist nicht viel, muss man auch sagen. Da reicht schon ein Konter, der gut hineingefahren wird. Die laufen so komisch, die Goalies, und so schnell vor allem. So schnell kann kein Spieler laufen, wie die laufen. Ist das aufgefallen? Oh, was machst du? Warum rennst du raus? Also, wäre das jetzt drin gewesen, hätte ich ihn auch verbannt. Komplett. Na, den Verteidiger, der den jetzt so geklärt hat. Minutes of Abizan.
yes, oh mein Gott! Ich liebe den Kleinen. Sag ich ja, eine Aktion reicht hier. Na gut. Na gut, Zusammenfassung gibt's eh keine. Was denn? Puh. Ja, verkackt, Chancenauswertung. Aber die haben nur zwei Sterne, das heißt. So, und jetzt muss ich extra konzentrieren auf dieses Spiel, das gibt's ja nicht. Daheim jetzt natürlich Auswehr. Aber da gibt es jetzt Umstellungen. Das kann so nicht funktionieren. So wäre ich. Ja, eine Umstellung gibt es auch. Man gibt einen besseren Verteidiger noch rein, den hat man auf der Bank gelassen, warum auch immer. Jetzt bricht alles zusammen bei ihm. Bei wem? Na, bei Haken wegen dem Verteidiger. Oh. Alter. Was soll ich denn noch sagen? An Pires so schön rausgespielt und dann an Wuxi haut ihn an die Stange. Hat Pires ehrlich gespielt letztes Mal? Von Anfang an? Ja. Nein. Da geht jetzt was weiter. Jetzt haben wir schon mehr Chancen als im letzten Spiel, die ersten 60 Minuten. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich der Controller fast geflogen wäre bei deinen Chance jetzt. Naja, schaut. Der ins leere Tor hätte noch schießen müssen, da schießt er noch eine Stange. Ich würde sagen, spiele ich mit dem teuren Controller, sonst wäre er sicher geflogen. Es gibt noch ein Optimum Controller gegen Fenster. Da ist er, der Neue. Oyala.
Und wieder hier. Das ist er. Oh mein Gott. Oh, der war aber schon langsam. Die Frage ist, hat seiner verletzt oder nicht? Ja. Taylor. Taylor. Ja, aber jetzt dreht sich das ein bisschen. Jetzt kommt Baker Hacken kaum zu Schüsse. Ja, vielleicht habe ich dann einen Lucky Punch. Ja, für Exeter passt der Spielstand so. Oh. Bin mir wieder ganz sicher. Natürlich auch bitte. Oh. Puh. Oh, schön. Oh. Ja, Exeter gibt den Ton und das ist gut, das ist stark, freut mich. Ja, ja, das ist spannend, spannend hier. Bitte? Verkehrte Welten. Ja. Solange es 2-2 ausgeht, passt alles. Muss man an der Tore schießen? Ja, stimmt. Mit Tore schießen tun sich beide schwer.
Ah. Ups. Ja, die Flügel sehr stark bei Exeter. Das ist, glaube ich, die größte Stärke hier. Nächste Verletzung, unglaublich. Yes! Ja, Caicedo und Pires. Ja, ja, bringen schön hier gemacht. Exeter jetzt in Front. Verdient. Aber ja. So, Doppelwechsel. Oder was? Oh. Nein, Yes! ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, der war schön. Der war schön. Was hast du gewusst? Dass der reingeht noch. Wenn er rausgegangen, habe ich gewusst, der geht sicher noch. Da kommt noch ein Angriff. Schön wurde übernommen. Kamera. Zweiter Absatz, Winheken vielleicht. Wird Exeter müde oder so? Oh, machst du Spaß? Machst du Spaß, Alter? Entschuldigung. Kamara verletzt und keine Auswechslungsmöglichkeit mehr. Pires. Uff. Zieh durch. Schieß mit dem Schäler.
Ah, jetzt ist ein Mensch auf Augenhöhe. Jetzt kann jede Aktion hier entscheidend sein. Oh, du bist schnell. Du bist schnell. Meckerlin. Oh, der rennt nicht mit. Oh. Okay. Nein, verdrückt. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Oh. Ja, und ich würde sagen, Golden Goal, die zweite. Mhm. Und ich glaube, jetzt kann man wirklich nicht sagen, wer hier das machen wird. Erste Halbzeit ganz klar Exeter. Zweite Halbzeit hat wieder BK Hecken ein bisschen mehr ins Spiel gefunden. Ja. Okay. Da dürfte ein Spieler gewesen sein. Bitte? Da dürfte ein Spieler gewesen sein. Tja. Ja, wuchs hier wieder. Zuerst der Elfer im ersten Spiel, jetzt wuchs hier. Ja, das war schön gemacht noch. Ja, trotzdem schönes Spiel. Ja, viele Chancen. Ja, Tore hat es ja nicht viel gegeben. Ja, spätes Tor gefallen eigentlich. Und hier schön Volley genommen. Und hier, das könnte auch spielentscheidend gewesen sein, aber Gott sei Dank. Na gut. Gehen wir's an. Gehen wir's an.
Beka hacken die dritte und Action. So, Wechsel nicht vergessen jetzt. Du warst... Ei. So, scheiße, was war der dritte Wechsel, leider? Ich habe doch dreimal gewechselt, oder? Eins, zwei. Ah, oh ja, Kamerad habe ich nicht von Anfang an gespielt. So, ich höre zwar nichts vom Ending, aber ich hoffe, er ist trotzdem da noch. Ja, aber es ist nicht ganz ausgegangen, so wie ich das wollte. Na gut. Bereit oder brauchst du Pause? Na geht. Aber da gib mir Pause, ja. Weil ich habe das ja irgendwie geändert und weiß jetzt immer wie. Ah, du hättest das ruhig so lassen können wie beim ersten Spiel. Na, Perez war drinnen zum Beispiel, siehst du. Perez war drinnen von Anfang an, ja. Ja, was ich habe ja vor dem Match schon drei Umstellungen gemacht, das habe ich jetzt alles überlegen müssen. Ach so. Du bist reingekommen, dich habe ich angewechselt. Na, dich habe ich nicht, dich habe ich angewechselt. Passt. Jetzt müsste ich. Muss ich ihn nur in Outs werfen dann. Also, sobald ich im Ballbesitz komme, werfe ich ihn ins Out, okay? Du kannst normal spielen und sobald ich im Ballbesitz bin, haue ich ihn raus. Aber wieso? Weil ich das zwei Wechsel machen muss. Ach so. Gut, dann gebe ich dann. Na, du kannst normal spielen. Okay. Ach so. Du kannst normal spielen. Und wenn ich ihn halt dann abwehr, dann hau ich ihn raus gleich. Was? Alter. Fairplay. Schön. Scheißen. Ja. Bei ihm haben auch die Wunderheiler zugeschlagen. Aber verdient irgendeiner sich zwar auch so ein Match. Da hätte sich jeder verdient dann. Unterm Strich. Ja, jeder. Das stimmt. Erster Drittligist, glaube ich, der weiter ist. Na dann würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Macht das gut. Ciao.